Egal ob konventionelles Fahrrad oder modernes E-Bike, es gibt immer zwei Möglichkeiten, die Kraft aus den Pedalen an das Rad zu übertragen. Entweder mit einer Kette oder seit einiger Zeit auch mit einem Riemen. Heute stelle ich euch aber zwei Modelle vor, wo das nicht so ist, denn diese beiden kommen komplett ohne Kette oder Riemen aus. Los geht's! Werfen wir hier zuerst mal einen Blick auf das Oyo-Bike. Es ist mir erst vor kurzem so aufs Radar gekommen und befindet sich derzeit noch in der Funding-Phase bei Indiegogo. Übrigens eine Übersicht mit anderen coolen Indiegogo-Bikes habe ich euch hier verlinkt. Aber schauen wir uns jetzt mal das kettenlose und auch riemenlose Oyo-Bike an. Die Macher sprechen von nichts Geringerem als einer Revolution im Fahrradbereich. Um Fahrt aufzunehmen, kommt beim Oyo weder eine Kette noch ein Zahnriemen zum Einsatz. Stattdessen lässt sich das System als hydraulische Übertragung beschreiben. Und so soll es funktionieren. Die Pedalbewegungen werden von einer hydraulischen Flüssigkeit aufgenommen und dann in Vortrieb umgewandelt. Möglich wird das, weil durch das Pedalieren die Flüssigkeit, die durch den Rahmen bis zum Hinterrad läuft, in Wallung gebracht wird. Dort sitzt ein hydraulischer Motor, der wiederum nutzt die Energie, die dadurch freigesetzt wird, um das Hinterrad anzutreiben. Das Ergebnis soll nicht nur im Sinne der generellen Antriebsform revolutionär sein, sondern sich auch noch sehr smooth und reibungslos für den Fahrer anfühlen. Und darauf legen die Erfinder auch großen Wert und werden nicht müde zu betonen, eben wie flüssig und smooth sich das Fahrgefühl mit dem Oyo gestaltet. Eine weitere Besonderheit, das Oyo soll Infinite Gears haben, also quasi eine unendliche Anzahl an Gängen und das, obwohl wir hier eigentlich gar keine Gänge, weil keine Schaltung vorfinden. Folglich muss man sich auch nicht ums Schalten kümmern, denn man kann es ohne Schaltung ja auch nicht, aber trotzdem soll es wechselnde Übersetzungen geben. Denn es gibt ein paar Sensoren in dem E-Bike, die dort aktiv sind und dafür verantwortlich sind. Darin untergebracht ist nämlich ein Geschwindigkeits-, ein Drehmoment- und ein Kadenzsensor. Die kümmern sich dann darum, dass immer genau der richtige Gang in Anführungszeichen gewählt wird. Kommt ihr mit dem Bike zum Stehen, wechselt es automatisch in den niedrigsten Gang, so dass das Anfahren dann wieder leicht geht. Ein anderes Beispiel, der Geschwindigkeitssensor erkennt, ihr seid schnell unterwegs, der Kadenzsensor gibt das Signal, dass ihr gerade in einer heftigen Frequenz strampelt und der Drehmomentsensor registriert nur wenig Wucht, dann wird es wohl an der Zeit sein, einen deutlich höheren Gang einzulegen. Und so spielen diese Sensoren dann in der Theorie zumindest zusammen. Und auch da kommen wir wieder zum Thema Smoothness. Es gibt keinen richtigen oder falschen Schaltpunkt, kein Knacken, sondern einfach nur einen reibungs- und stufenlosen Übergang. Und das klingt für mich nach einem sehr attraktiven Konzept. Damit einher geht natürlich eine relativ wartungsfreie Antriebseinheit. Die Kette kann nicht abspringen und der Riemen muss nicht gewechselt und gesäubert werden. Und ja, das macht dann halt eben ein relativ wartungsarmes Erlebnis. Und was kann das Oyo sonst noch so? Da wir uns im Jahr 2021 befinden, na klar, gibt es auch noch ein paar Smart-Features. So lässt sich mit dem Smartphone beispielsweise eine Diebstahlsicherung aktivieren. Wie die genau aussieht, bleibt aber derzeit noch offen. Ein Display am Lenker zeigt euch die Geschwindigkeit und in welcher der insgesamt 5 Unterstützungsstufen ihr euch befindet. Außerdem noch Daten wie Trittfrequenz, Distanz und Temperatur sowie den Akkustand. Der Akku, wo wir gerade dabei sind, lässt sich übrigens unten entnehmen. Die Beleuchtung ist auch mit an Bord und lässt sich ebenfalls über den Bordcomputer steuern. Ich habe auch noch ein paar technische Daten gefunden. So beträgt die Höchstgeschwindigkeit, bis zu der unterstützt wird, 25 km/h. Das Oyo dürfte also auch in Deutschland gefahren werden. Der 250 Watt Motor soll ein Drehmoment von 85 Newtonmetern auf die Straße bringen, was ziemlich gut klingt. Die Akkukapazität ist auch nicht schlecht. Mit 400 Wattstunden soll eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern möglich sein. Außerdem habe ich auf ein paar Bildern noch gesehen, dass wohl hydraulische Scheibenbremsen von Tektro benutzt werden. 6 Jahre lang hat das Team gearbeitet und ist nach insgesamt 6 Prototypen nun einig geworden, so soll ihr Bike aussehen und an den Mann gebracht werden. Und apropos an den Mann gehen, das Oyo gibt es derzeit nur via Indiegogo und für den Super Early Bird schon ab 1543 Euro. Später wird das Bike regulär rund 2920 Euro kosten. Apropos später, geliefert werden soll das hydraulisch-elektronische Bike im Juni 2022, also hier ist noch einiges an Geduld gefragt. Ein weiteres spannendes Konzept verfolgt Schaeffler. Das Unternehmen ist vielen vielleicht als Automobilzulieferer bekannt, ist aber jetzt auch im Fahrradsektor aktiv. Nicht mit eigenen Rädern, aber auch als Zulieferer, beziehungsweise hier wird gleich eine ganze Antriebstechnologie zugeliefert. Das Schaeffler-System ist klassisch gesehen auch ein Single-Speed über eine Schaltwippe, lassen sich aber insgesamt 9 simulierte Gänge durchschalten. Oder aber man kann auch hier auf eine Schaltautomatik setzen, die die Übersetzung regelt. Das Konzept lässt sich sowohl bei Pedelecs als auch in S-Pedelecs-Infrastrukturen, also bis zur Unterstützungsgeschwindigkeit von 45 km/h einsetzen. Durch Rekuperation kann auch Bremsenergie zurückgeführt werden und den Akku speisen. Und der Clou ist, eben auch das Pedalieren gibt dem Akku wiederum Energie.
Spannende Zeiten und Technologien also, die uns da bevorstehen. Aber was denkt ihr darüber? Wird die gute alte Kette oder der noch relativ junge Zahnriemen demnächst schon wieder abgelöst werden und wir brauchen keines mehr von beiden? Wie seht ihr die Vor- und Nachteile solcher Systeme? Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht, denn das würde mich interessieren. Außerdem lasst mir gerne ein Abo da, dann werdet ihr auch keine meiner neuen Videos rund um das Thema E-Mobilität mehr verpassen und gehört zu den ersten, die das dann auch mitbekommen werden. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, bedanke mich jetzt fürs Zuschauen, verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.